Hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal Backen einfach und schnell. In diesem Video mache ich einen russischen Zupfkuchen mal anders, und zwar mit Sauerkirschen. Der Name russischer Zupfkuchen hat zwar nichts mit russischer Küche zu tun, ist aber trotzdem super lecker und ist auch schnell in der Zubereitung. Viel Spaß beim Schauen und Nachbacken, und jetzt zum Rezept. Für den Teig benötige ich 100 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker, 180 Gramm Weizenmehl und 25 Gramm Backkakao, ein Ei und Prise Salz. Der Mürbeteig wird ganz einfach zubereitet. Alle Zutaten kommen in eine Rührschüssel. Die Trockenzutaten Weizenmehl und Kakao werden hineingesiebt. Und das Ganze verarbeite ich mit den Händen zum glatten, homogenen Teig. Gerne kannst du anfangs den Handmixer oder die Knetmaschine benutzen. Ein schöner schokoladiger Mürbeteig ist entstanden, den forme ich jetzt zu einer Kugel, wickle in die Frischhaltefolie ein und stelle für etwa 30 Minuten in den Kühlschrank. Und währenddessen bereite ich die Füllung zu. Dafür benötige ich 100 Gramm Zucker, ein Glas entsteinte Sauerkirschen, 350 Gramm Abtropfgewicht, ein Päckchen Vanillepuddingpulver, zwei Eier und 500 Gramm Magerquark. Bevor ich mit der Füllung beginne, lasse ich die Sauerkirschen gut abtropfen. Und im nächsten Schritt werden Eier und Zucker cremig aufgeschlagen. Danach Vanillepuddingpulver und Quark hinzufügen und wieder alles cremig umrühren. Hast du schon meinen Kanal abonniert? Falls nicht, dann tu es jetzt! Dort findest du noch ganz viele andere leckere und schnelle Kuchenrezepte. Diese cremige, zarte Masse stelle ich jetzt kurz zur Seite und beginne mit dem Zusammensetzen. Dafür benötige ich so eine Kastenform. Sie ist 25 auf 11 cm groß und schon eingefettet. Von dem Mürbeteig schneide ich etwa ein Viertel ab, lege zurück in den Kühlschrank und das größere Stück rolle ich aus, und zwar so groß, dass der Boden und die Wände von der Kastenform komplett bedeckt werden können. Mit Hilfe von der Teigrolle verlege ich den Teig in die Form. Dort wird er noch gleichmäßig verteilt und die Ränder werden ausgebessert. Als nächstes kommen die Creme und die Kirschen in Schichten hinein. Immer abwechselnd, bis beides aufgebraucht ist. Vom restlichen Mürbeteig wird jetzt Stück für Stück abgezupft und auf der Quarkmasse verteilt. Der Kuchen kommt in den vorgeheizten Backofen und verbringt dort etwa 50 Minuten bei 160 Grad Umluft. Nach etwa 50 Minuten ist mein russischer Zupfkuchen mit Kirschen fertig. Den habe ich noch komplett in der Form abkühlen gelassen und erst dann aus der Form gelöst. Zart, cremig, süß-säuerlich im Geschmack. Schnell und einfach in der Zubereitung. Probier den Kuchen nachzubacken und schreib mir dein Feedback in die Kommentare. Wenn dir das Rezept gefallen hat, lass dein Abo da und mach den Daumen hoch. Mach's gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!